sind alles Reisebüchern. Korsika, Paris, Türkei, Potsdam. Kunst im Deutschen Reich von 1940. Wissen, Technik, Unterhaltung, Hobby. Der ist jetzt von 1.8.1962. Ein uralter Vorwerkwischer. Eine Wäscheschleuder. Ich fasse es ja nicht. Das ist ja schon ein Museumsstück. Der ist ein alter Plattenspieler. Der ist ja richtig alt. Jo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Erstmal schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin hier heute unterwegs mit dem Kai und wir schauen uns eine verlassene Villa an. Und was es da zu sehen gibt, seht ihr nach dem Intro. Also dranbleiben. So, wir stehen jetzt hier in einer Küche. Hier wurde auch schon viel durchwühlt, wie man scheinbar erkennen kann. Ja, hier steht das Geschirr drin. So, wir gehen jetzt mal weiter. So. So. Hier haben wir den Flur. Ist auch schon nicht mehr das Dollste. Hier geht es in den Keller. So, und hier ist das Wohnzimmer gewesen. Ein paar Möbel stehen noch drin hier. Hier Bücher. Die Gläser stehen auch noch fein säuberlich auf der Fensterbank. Also hier ist nicht ein Glas kaputt. Das ist schon mal ganz gut. Ja. Sandra Gulland sagt mir gar nicht. Josephine und Napoleon. Kaiserin Josephine. Okay, das sagt mir jetzt gar nichts. Aber schön, mit der Schiebetür hier. Das muss man ja lassen. Hier auch alles voll mit Büchern. Ist da oben hin. Hier auch Bücher. Also die haben hier auf jeden Fall sehr viel gelesen. Hier, das war wahrscheinlich mal das Esszimmer oder so. Ja, die sind auch sehr schön. Guckt euch mal die Kerzen an hier. Also diese Lampen in Kerzenform. Schön. Auf jeden Fall. Hier unten steht noch ein alter Videorekorder von Blaupunkt. Hier steht eine Friteuse. Okay. Hier sind auch noch Sachen drin. Ja, hier stehen die Pflanzen. Leider schon ausgetrocknet auf der Fensterbank. Oh, das ist auch wieder schön hier. Liebe Oma, wir wollen uns ganz herzlich bei dir für dein großzügiges Geschenk zu unserem Hochzeitstag bedanken. Es war genau richtig. Während des Honeymoons haben wir es uns sehr als gut gesehen lassen. Es war schade, dass du unseren großen Tag nicht mit uns feiern konntest, aber bestimmt haben Inga und Andrea dir alles, was geht es auf der anderen Seite weiter, wichtige erzählt.
Und wenn das Hochzeitsalbum fertig ist, singen wir es mal, bringen es wir es mal vorbei, damit du die vielen Bilder auch mal anschauen kannst. Wir hatten auf jeden Fall den besten Tag unseres Lebens und hätten uns nichts Besseres wünschen können, außer dass du gefehlt hast. Ganz liebe Grüße von uns, bis bald, deine, ja, okay. Ja, das war das Esszimmer hier, schön mit der alten Lampe hier. Hier wollte ich auch noch mal schauen. Da liegen noch Schlüsseln und hier ist eine alte Porzellanfigur. Ja, Fotos da unten von Hund, den sie mal hatten. Ja. Hier auch noch was drin an Dekos. Ja, jetzt schauen wir mal weiter. Auch schön mit dem Parkettboden hier. Da ist aber eine große Villa. Da oben ist auch noch so eine Lampe, eine Decke. Hier ist der ganze Putz runtergekommen. Ihr seht's. Hier haben wir die Toilette. Da ist auch schon alles kaputt. Mit Dusche. Und das war's auch schon. Ja, hier ist der Eingangsbereich gewesen. Ja. Okay. Ja. Hier noch so ein Hut. Jetzt gehen wir mal eine Etage nach höher. Mehr drin. Doch, hier sind auch Bücher. Sehr viele Bücher. Aber was sind das? Kanarische Inseln. Ach, guck mal, das sind Reisebücher. Das sind alles Reisebücher. Korsika, Paris, Türkei, Potsdam und so weiter. Arbeitszimmer gewesen. Aber alles durchwühlt. Da sind noch die Kleider drin. Eine alte Rechenmaschine. Oder Schreibmaschine, eher gesagt. Hier eine alte Schreibmaschine. Da will ich jetzt nicht drauf eingehen, aber wir schauen uns einfach mal oben. Oh, das sieht auch schön aus. Oha. Ja. Ja. Wie ihr schon seht, alles durchwühlt worden hier, aber das bleibt halt nicht aus. Geht es auch noch mal nach oben. Da kommen wir gleich. Hier ist das Schlafzimmer gewesen. Schön. Das ist schon. Ja, hier war wahrscheinlich Schmuck drin. Das ist schon alles hier entwendet worden. Hier ist auch so eine Kartusche. Kartusche noch mal. Ist auch schon alles raus. Hier steht ein alter Fernseher.
Ein Röhrenfernseher. Okay. Hier ist ein Durchgang. Auch wieder ein Badezimmer. Ja, mit Dusche. Steht auch noch so eine alte Lampe. Staubsauger und sowas. Ja, hier ist jetzt nichts mehr drin, außer nur ein Sessel und so einen kleinen Beistelltisch. Hier liegt noch eine alte Rechenmaschine, auch von Olympia. Was ist das denn? Von Hamer Disc Changer. Ich glaube, ein Ladegerät war das mal. Genau, ein Akkuladegerät. Ach, guck mal. Hier liegen Teile von einem Modellflugzeug aus. Ach, Menno. Ja. Aus ultraleichtem Holz angefertigt. Hier ist auch noch mal eine Tasche gefüllt mit irgendwelchen Krimskrams. Hier liegt eine Tasche. Hier sind auch noch Taschen drin. Ein DVB-T-Receiver. Und hier so ein Glas. Sparschwein. Altes Puzzle da oben. Können wir mal nach oben gehen, eine Etage. Oha. Oha. Was sind das denn für Stöcke? Okay. Interessant. Hier sind alle Schlüsseln drin. Schlüsseln. Ja. Ja, hier sind nur die ganz alten Antennen. Und Flight Color. Das ist doch auch Modellbau oder sowas? Nee, das ist schon richtig. Oh. Hier ein alter Puppenwagen. Was hast du denn da Schickes gefunden? Volksatlas. Heimatkunde. Krass. Das ist ja interessant. Die Kunst im Deutschen Reich von 1940. Krass. Und hier, guck mal. Das ist von so einem Modellflugzeug hier. Guck mal. Hier. Das sind diese Beschriftungen für die Flugzeuge. Ist das, ja, ist das geil. Guck mal hier. Ford. Ey, das ist ja mal. Das ist die Kaste. Hier, guck mal. Das ist von Revell. Oder? Ah, Revell, Cavelle. Nee, Faller ist das. Cavelle Sud Aviation. Krass. Ja, hier liegen viele Modellbausachen. Hier auch. Eine Kiste. Ganz klein. Und hier sind auch noch Zeitungen. Volksschulatlas. Der ist ja richtig alt hier. Alter. Zeitung. Ganz alte Zeitungen. Hier auch. Guckt euch das mal an. Eine Mark 50.
ganz alte Autos. Wissen, Technik, Unterhaltung, Hobby. Der ist jetzt von 1.8.1962. Das ist schon Wahnsinn. Krass. Das ist ja interessant. Ah, wird Autofahren teuer? Ich glaube, in der momentanen Situation, ja, würde ich sagen, ja. Okay. Interessant. Ja. Hier stehen noch irgendwelche Zügel oder Geschirr für Pferden. Für Pferde. Das ist auch noch eine alte Kiste, aber hier oben ist jetzt nichts weiteres mehr. Also gehen wir mal wieder vorsichtig die Treppe runter. Ja. Hier ist noch ein altes Bild. Was ist das denn? Ach, guck mal. Krass. Alte Bilder. Scrabble, das große. Ach, guck mal, hier auch alles voll mit Puzzle. Wir haben auch hier gepuzzelt. Ja. Gehen wir mal runter. Ich glaube, wir gehen mal in den Keller. Den haben wir ja auch noch offen. Schauen wir mal hier unten vorbei an den Wischer und an den Besen, die hier aufgehangen wurden. Okay. Was ist denn hier? Hier hat man irgendwas aufgehangen. Hier steht ein alter Vorwerkwischer. Ein uralter Vorwerkwischer. So. Was ist denn das? Das ist eine alte Haarschneidemaschine. Eine uralte Miele Wäschetrommel, eine Wäscheschleuder. Ich fasse es ja nicht. Das ist ja schon ein Museumsstück. Oh, von wann ist das Ding? Wann wurde das zuletzt noch verwendet? Vielleicht könnt ihr das mal unten in die Videokommentare schreiben. Das würde mich gerne mal interessieren. Ja, ein Wäschekorb. Hier sind sogar nur die Klammern drin. Ja, und hier eine Dusche. Seit wann ist eine Dusche im Keller? Das war ja früher so, ne? Ich denke mal schon, ja. Ja. Schauen wir mal weiter. Hier im Kleiderschrank vorbei. Da liegt auch noch eine alte Schreibmaschine drin. Und Dias sehe ich gerade da hinten. Dias. Das ist auch irgendwie ein alter Waffeleisen. Der ist aus den 70er Jahren. Was ist denn hier? Ach, das war die Garage, Freunde. Das war die Garage. Hier ist sogar noch ein altes Wähltelefon. Ja. Schlüssel und alles. Da ist noch mal so ein altes Telefon mit Wählscheibe. Ja, hier liegen noch Möbel. Boah, das ist ja eine Luxuscouch gewesen. Krass. Guck mal denn hier hin jetzt.
Oh, hier ist ein alter Plattenspieler. Uiuiui, ui, ui, der ist ja richtig alt. Inliner. Okay. Überall weißer Schimmel hier unten. Und hier Autoreifen. Ein alter Gasgrill da hinten. Ein altes Fahrrad. Ja. Also hier ist es nichts Besonderes mehr. Aber die Couch, die hat was. Da hinten ist auch wieder Weihnachtsdeko. Da Weihnachtsdeko. Überall. Ja. Ja. Gut. Was haben wir denn hier? Ah! Hier haben wir den Vorratskeller. Hier ein ganz alter Kühlschrank. Der stand ja auch in dem Totenhaus drin. Direkt da, wo wir reingegangen sind. Da kann ich mich dran erinnern noch. Aber den lassen wir mal lieber zu. Hier sind noch volle Weinflaschen und Sektflaschen. Krass. Ein Roventa Kontaktgrill. Und Konserven. Ja, Gurken. Gurken über Gurken. Alles eingelegt und da steht auch schon wieder so ein altes Telefon. Das Tastentelefon kam nach der Wählscheibe raus. Das haben meine Eltern auch gehabt früher, da kann ich mich noch dran erinnern. Und hier ein ganz alter Vorwerkstaubsauger. Ja. Geschirr und alles. Ja, Gläser. Ja, das ist hier dieser Vorratskeller gewesen. Ja, ich glaube, hier unten sind wir jetzt durch. Und gehen wir mal nach oben. Kai? Wo ist er denn schon wieder hin? Ich glaube, der ist schon rausgegangen. Gehen wir mal wieder raus. Auf jeden Fall interessant. Schöne alte Villa. Mal schauen, wo der Kai steckt. Ja, ihr Lieben, ich verabschiede mich jetzt von dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir ein Däumchen nach oben da. Abonniert meinen Kanal und ja, schreibt ordentlich was in die Kommentare. Ich freue mich über jeden einzelnen Kommentar und ich bin jetzt raus. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Adventure Tom. Tschüss, haut rein.